Vor langer Zeit fiel Dunkelheit über die Länder von Patoris. Städte lagen in Flammen und ihre Bürger wurden zu Sklaven, beherrscht vom finsteren Schlangenreiter Desparil. Bis aus den Flammen ein Held entstieg. Einer, der die Günstlinge bekämpfen würde. So wie Desparil selbst. Was für ein mutiger Krieger! Deine Schlange ist tot. Das Ende naht, Desparil. Somnate Zornum. Edler Versuch. Aber dein Kampf endet. Zur Hölle mit dir, Korus! Ich verfluche dich mit all der Verzweiflung der verlorenen Götter! Endlich wieder zu Hause. Das darf nicht wahr sein! Fahr zur Hölle, Desparil! Fahr zur Hölle! Obwohl Desparils Macht ein feuriges Ende gesetzt wurde, hatte der Schlangenreiter Corvus verflucht, andere Dimensionen zu durchwandern, auf der Suche nach seiner Heimat und im Kampf um sein pures Überleben. Corvus. Was? Die Zeit ist gekommen, dich auf den Heimweg zu machen. Die anderen Bücher der Macht wurden geöffnet und ein mächtiger Zauber wurde gesprochen. Seine Aura wird als Leuchtfeuer dienen, wodurch ich ein Dimensionstor zu unserem Königreich öffnen kann. So lange Zeit. Patoris bestand in meinem Kopf fast nur noch aus Bruchstücken. Nun geh, Corvus. Geh zurück in deine Heimat. Unsere Reise ist vorbei.